spezielle Zurichtung jetzt hier als Lackmeter. Und das ist halt geprägt. Okay. Und mit diesen Platten, zum Beispiel noch wie das hier, das Babykrogo. Das ist Elefant. Also ich kann eben, wie gesagt, die wilden Zaubern. Und diese Platten kommen praktisch an diesen Kasten hier ran. Ja. Und der wird, jetzt kommt unser Kater, der wird beheizt und dann wird das Leder hier reingelegt und wird streifenweise dann eben halt gepresst. Großartig. Ja, irgendwann werden sie dir Obstfell abziehen, das sage ich dir, Karlchen, wenn du weiter so frech bist. Vor allen Dingen Leder nur mit Klettstab. Klettstab bedeutet? Das hat meine Mutter noch geschrieben. Das heißt, wenn ich jetzt ein Leder reinlege und das wäre jetzt zum Beispiel jetzt hier noch nicht so, dann würde das dann auch. Und dann nehme ich dann, damit ich nicht mit der Hand reinlaufe, es könnte sich ja jetzt der Riemen rübersetzen. Na klar. Ja, und dann fehlt mir ein Stück. Und dann wird das praktisch mit diesem Klettstab. Dass man nicht die Pfoten drin hat. Ja. Das ist hat Ihre Mutti noch? Das hat meine Mutter geschenkt. Meine Mutter hat ja den Betrieb von 49 bis 76 geführt. Und wie geht es jetzt weiter? Haben Sie Nachwuchs? Ja, Nachwuchs habe ich zwar, aber der hat sich schon wieder umvertan und hat seine eigene Firma gemacht. Brauchst du was? Nein, was ist völlig anderes. Was das heißt, es stirbt mit Ihnen aus? Mit mir ist es dann irgendwie, ja. Furchtbar. Ja, es ist halt so. Also es ist vergänglich. Es ist ja wirklich wie im Museum hier. Ja, die Maschine, wie gesagt, hier, das ist halt eine Stollmaschine, wo das Leder weich gezogen wird. Was ist das Geniales? Das ist ein Werkzeug. Oh. Kein Problem, das ist wirklich kommt und stiftet. Unheil. Das ist der sogenannte Schlichtmond. Dann schlimme ich mir dieses Gerät hier so drunter. Ja. Und da habe ich dann das Leder oder so ein Fell eben eingespannt in diesen Reckrahmen. Ja. Also den halt jetzt hier, wo ich dann das Leder dazwischen habe. Irgendwo muss es ja ein bisschen sein, dieser Kopf. Und dann wird halt, das ist ja dann durchs Trocknen ein bisschen derb. Sie sind zwar gefettet, aber damit ich die Geschmeidigkeit wieder bekomme, muss ich es ja wieder entweder auf Mittelmaschine machen oder eben mit solchen speziellen Sachen, eben jetzt hier mit diesem Gerät, diesen Schlichtmond. Also, wo man dann das Leder über diese Kante weich zieht. Ja, das ist auch eine körperlich schwere Arbeit. Ja, ne, fällt mir jetzt den Unterschied zwischen oben und unten an. Weich, ja, was ganz anderes. Ne? Ja. Das, das wird wieder aufgezogen und da habe ich nur so ein Wunderfass jetzt auch. Ein Wunderfass? Ja, wo wir eben anstelle dieses... Was für Garten schöne kriegt. Deutsche Worte, ja. Wunderfass. Das ist ein Läuterfass. Wie hieß das schlicht? Schlichtmond. Das ist der Mond. Der ist ja auch in unserem Wappen drin, im Gerberwappen. Und da werden jetzt die getrockneten Felle oder Leder, die ich jetzt hier auf dieser Maschine weich machen könnte, oder eben jetzt speziell Velour oder eben meine Schaffelle, die ich geschliffen habe, werden jetzt da nochmal ein bisschen ausgeschüttelt und weich gemacht. Und damit dann eben diese Flusen rausfallen können, ist das eben halt mit Maschendraht bespannt. Und schmeißen wir jetzt mal die Wundertrommel an? Ja, nicht erschrecken. Was ist das hier? Müffler oder Dachs? Nee, eine Ziege. Ziege. Ganz toll. Ja. Das ist ein Kamerun-Schaf. Ja. Auch interessant von der Optik. Da kann man schön drauf ruhen. Da kann man ruhen. Ja, da kann man ruhen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, danke schön. Oder die Kaninchen fällig jetzt noch. Mhm. Das ist eben auch eine Arbeit, die ja viel Handarbeit erfordert, weil ich nicht die Maschinen habe, kann man sagen, jetzt für Kleintierfälle jetzt zum Entfleischen. Und da muss ich unten am Gerberbaum eben das mit den historischen Werkzeugen entfleischen und machen, damit das dann eben entfleischen. Ja,
Es sind ja immer noch Hartpartikel dran. Schöne deutsche Worte. Unterhaut, Bindegewebe dran. Und das ist eben, wo wir dann eben das Entfleischen meinen. Ja. Ja. Also das ist fast poetisch, was ich hier erleben darf. Vielen Dank.